du würdest sagen, nach Exzellenzen, Würdenträger und alle die, die an einem gemeinsamen Europa basteln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 1986 feiern wir in Erinnerung an die Schumann-Erklärung am 9. Mai Europa in ganz besonderer Form. Vielen Dank, Frau Bundesministerin Edtstadler, für die Einladung an mich. Ich finde, jetzt wo ich Ihnen zugehört habe, hat sich der Raum schon mit dieser schöpferischen Energie gefüllt, die wir brauchen. Noch dazu so perfekt wiedergegeben von unseren jungen Leuten hier. Eigentlich wäre ich lieber sitzen geblieben, hätte weiter zugehört. Aber gut. Ja, ich habe